Hallo und herzlich willkommen bei Womotip Rudis Reise. Heute vergleiche ich einmal die Honda MSX 125 und die Honda CB 300R. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Hier ist sie nun, die Honda MSX 125 mit 10 PS, die bin ich bisher gefahren, ungefähr 2500 Kilometer, und gleich direkt daneben an ist jetzt die neue CB 300R, kann man da unschwer erkennen. Sie hat 31 PS, manchmal wird auch 29 angegeben, also was genau weiß ich nicht, hat 286 Kubik, also nennt man dann 300, wird ein bisschen aufgerundet. Ja, was ist jetzt der Vor- und der Nachteil der beiden? Also die Honda MSX 125 ist ein super Fahrzeug, ideal für Camper, es ist klein, wiegt 107 Kilo, lässt sich leicht verstauen, also wirklich ein ganz tolles Fahrzeug, bin ich wirklich sehr zufrieden mit gewesen, muss ich sagen. Der Vorteil eben halt bei der CB 300R ist eben, dass sie ja ein bisschen mehr Leistung hat. Sie hat jetzt 30 PS, das heißt, man kommt dann auch die Berge gut hoch. Man hat mit dem Gegenwind wahrscheinlich dann weniger Probleme. Dieses Motorrad hatte jetzt tatsächlich einen Kilometerstand von 2 Kilometern. Ich muss die nächsten drei Tage jetzt 1000 Kilometer fahren. Das heißt also heute für mich, fahren. Vielleicht nicht unbedingt auf der Autobahn. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Die MSX 125, ist ein Leichtkraftrad. Und Leichtkraftrad bedeutet, da fahren dann auch jüngere Menschen mit. Es gibt viele Unfälle mit diesen kleinen Rädern, sodass die Versicherung um und bei so zwischen 300 und 400 Euro im Jahr liegt. Während bei diesem Fahrzeug jetzt hier die Versicherung bei etwas über 100 Euro. Das heißt, ein Drittel an Versicherungsgebühr und das Dreifache an Leistungen. Mein Problem war jetzt natürlich ein bisschen, wenn man das Ganze verstaut, da ist natürlich 107 Kilo leicht. Das war etwas mehr als mein Elektroroller, der wog irgendwie 80 Kilo. Das ist natürlich schon ein Unterschied, dass man da jetzt hier mal 30 Kilometer, jetzt habe ich hier nochmal 30 Kilo mehr bei der CB 300R. Sie ist ein bisschen breiter, ich muss also die Spiegel auf jeden Fall tauschen. Die Spiegel gehen hier zu weit rüber, um das jetzt zu verladen. Ich habe ungefähr 80 cm Breite. Hier sind die Lenkerendgewichte, die sollten jetzt abgenommen werden, aber die bleiben dran auf jeden Fall. Sie dienen eben halt der Vibrationsdämpfung und auch gegen Materialermüdung. Ich habe jetzt nochmal zusätzlich hier diesen USB mit zweimal USB-A anbauen lassen. Und dann habe ich hier noch die Taschen anbauen lassen mit einem solchen CEBO-System. Das heißt, mit einem Schlüssel kann ich die ganze Tasche abnehmen. Die Halterung nimmt nicht viel Platz weg. Ist eigentlich ganz knuffig, da kann man dann mit einkaufen. Dann brauche ich meine Kiste obendrauf nicht, beziehungsweise ich lasse die Kiste natürlich obendrauf, weil das doch schon ein bisschen ein Markenzeichen geworden ist. Ja, kommen wir mal zu den technischen Geschichten. Hier ist jetzt so ein bisschen mehr an Technik mit dabei, denn es gibt hier tatsächlich auch eine Lichthupe. Muss ich das mal gucken, gibt es die eigentlich? Das ist eine normale Hupe, der Blinker? Nee, Lichthupe. Doch, Lichthupe gibt es. Das ist da oben drauf, gibt es auch. Hier ist der Notausschalter. Und wir haben hier den Anlasser. Ja, eigentlich alles ganz einfach gemacht. Eben hat er mir angezeigt, 2 Kilometer Laufleistung bisher. Es ist alles LED, also die Blinker und auch die Lampe ist LED. Sie hat eine Scheibenbremse vorne, die ist etwas größer als bei der MSX 125, und ich muss ehrlich sagen, bei der MSX 125 so viel mehr an Scheibenbremse geht ja auch gar nicht bei diesen kleinen Rädern. Das ist wiederum dann auch ein Unterschied. Die Räder sind bei der MSX 125 relativ klein, was natürlich auch zu einem kleinen Verpackungsmaß führt. Das fand ich zu Anfang eigentlich relativ gut. Das ist so ähnlich wie beim Roller, sag ich mal. Hat auch so diese Größe an Rädern, während ich jetzt hier doch schon ein bisschen größere Räder habe. Denn das habe ich gemerkt, wenn man zu kleine Räder hat, ist das beim Fahren auch nicht besonders lustig. Die CB 300R ist wassergekühlt. Die MSX 125 hat nur eine Luftkühlung. Das führt natürlich dazu, dass sie auch ein bisschen leichter ist. Ist also ein wirklich wunderbares Fahrzeug für Camper, also ideal geeignet. Beide Motorräder haben ein zentrales Federbein. Die Zuladung ist hier bei der CB 300R liegt bei 180 Kilo, während sie bei der MSX 125 bei 150 Kilo wiegt. So hat man also dann tatsächlich die Möglichkeit, wirklich mit zwei Personen auf der CB 300R zu fahren. Die zwei Personen hier sind zugelassen auf der MSX 125, aber
ja, 150 Kilo, da müssten schon beide so maximal 75 Kilo wiegen. Das ist bei meinem Gewicht dann eher nicht so das Interessante. So, das sind die beiden mal direkt im Vergleich. Mein altes Motorrad, das mir gute Dienste geleistet hat. Übrigens hier sind noch die Rehvertreiber dran. Die kommen natürlich auch bei der CB300R natürlich wieder ran, dass ich dann Rehe vertreiben kann. Ja, dann haben wir einmal das neue Motorrad hier. Es ist komplett in Schwarz, habe ich das genommen. Dieses Motorrad wiegt 143 Kilo, vollgetankt. Die MSX 125 liegt bei ungefähr 107 Kilo. Das heißt, ich habe jetzt hier ungefähr 30 Kilo mehr an Gewicht. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich werde gleich das erste Mal richtig aufsteigen, das erste Mal damit fahren. Das ist natürlich hier so bei diesem Motorrad ein kleiner Scherz, wenn man so möchte. Hier kann man einfach eben mal so das Beinchen rüberheben. Bei der anderen jetzt mit den Koffern ist das natürlich schon ein bisschen mehr. Man sitzt aber auch hier wesentlich gemütlicher. Hier ist eine ganz andere Sitzbank drauf. Ich muss nachher mal schauen, genau wie man da dann den GPS-Tracker dann verstaut. Ja, soweit erstmal zu dem Vergleich direkt der MSX 125 und der CB300R. Nun werde ich die nächsten 3 Tage damit mal eben 1000 Kilometer fahren. Da nehme ich euch bei mit. Da ist sie nun. Fertig, jetzt umgebaut. Viele werden sagen, ah, mit der Kiste hinten drauf, das geht ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, da hinten kommen dann die Sachen rein beim Einkaufen. Einfach zack, oben mit so einem Gepäcknetz drauf. Das andere sieht natürlich hübscher aus. Die bleiben jetzt erstmal nochmal dran. Ja, so ist jetzt hier der Motor ist wassergekühlt. Wunderschön. Fährt sich wirklich toll. Ich bin jetzt die ersten 15 Kilometer jetzt hierher gefahren und muss wirklich sagen, ein ganz tolles Fahren. Wenn man am Gashebel zieht, dann kommt da auch tatsächlich was. Es bewegt sich was. Also doch ganz anders, als ich das vorher gewohnt war. Da gibt man so ein bisschen Gas und fährt auch so ein bisschen. Aber jetzt hier, da passiert richtig was. Also eigentlich, ja, glücklich und zufrieden bin ich, auf Deutsch gesagt. Und jetzt habe ich hier noch die Handyhalterung angebaut, eine Kamerahalterung. Na, immer die Taschenlampen müssen immer mit dabei sein. Ich hatte mal, ja, unglücklicherweise irgendwann mal die Erfahrung gemacht, wenn man kein Licht hat, das ist sehr unglücklich. Und dann hat man immer so eine kleine Taschenlampe mit dabei, dann kann man besser, ja, filmen. Es kommt noch ein Kennzeichen, Verstärkung kommt noch ran. Hier ist das Kennzeichen direkt mit 2 Schrauben festgemacht, das könnte irgendwann mal rausbrechen. Dann nehme ich lieber nochmal so ein extra, so eine Verstärkung dafür. Und dann sollte es losgehen. So, und jetzt geht's los mit dem Einfahren. Der Händler sagt übrigens, man bräuchte jetzt nicht besondere Sachen zu beachten. Also nicht die ganze Zeit nur mit Vollgas, das wäre ein bisschen blöd. Aber man kann da schon mal auch hochdrehen, wenn er warm ist. Aber nicht die ganze Zeit nur mit Vollgas. Wenn man mal sieht, wie groß denn die Scheibenbremse ist. Also es ist wirklich schon echt eine Augenweide. Ich habe auch die Verzurgurte wieder dran hier, dass man dann das Fahrzeug auch im Anhänger gut verzurren kann. Also soweit vorbereitet. Jetzt kann ich sagen, geht's los. Zum Schluss möchte ich einmal kurz erzählen, warum ich überhaupt von der Honda Grom MSX 125, das ist die rote, eben halt auf die schwarze Honda CB300R wechsle. Es ist eben halt einfach, ich bin ein bisschen schwerer. 10 PS, Gegenwind, bergauf, ja, da ist man damit so mit 75, 80 unterwegs und auf der Bundesstraße wird man überholt. Das ist dann schon ein bisschen, ich sag mal ganz vorsichtig, gefährlich. Man möchte doch gerne im Verkehr mitschwimmen, sodass ich dann doch ein bisschen mehr PS brauche. Dann habe ich ein bisschen geschaut und in Deutschland wird eben halt dann entweder nur 125 Kubik angeboten oder eben halt die nächsten sind dann schon wieder 500 Kubik. Natürlich, man kann auch einen Roller kaufen, den wollte ich aber nicht. Der ist zu breit für mich im Anhänger, wenn ich das da verlade, dann ist alles ein bisschen zu eng. Es muss schon ein schmales Motorrad sein. Und deswegen hatte ich mich dann ja ein bisschen schlau gemacht, aber so die nächstgrößere, das sind die 500er mit 48 PS, die sind mir dann schon wieder zu schwer, die wiegen 190 Kilo. Da wollte ich irgendwas dazwischen haben. Früher gab es noch die 27 PS-Klasse und ja, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt zwar einen 300er Roller, aber wie gesagt, zu breit. Aber ansonsten ist dazwischen kaum noch was zu finden, weil die Führerschein-Anfänger können eben halt dann mit dem Zweirad bis 48 PS fahren. Warum sollte man dann irgendwie ein 27 PS Motorrad fahren? So, und da wurde in Deutschland eben halt nichts angeboten und ich wollte gerne ein gutes Händlernetz haben, deswegen hatte ich mich auch für diese Marke entschieden. Ja, so, und was machen? Dann habe ich geguckt, natürlich bietet Honda auch eine
300er an, entweder mit 29 oder 31 PS, aber eben nicht in Deutschland. So, und dann habe ich mir dieses Motorrad dann in Österreich gekauft, habe es durch einen spanischen Spediteur dann nach zu meinem Händler bringen lassen, nach Norddeutschland, nach Schleswig-Holstein. Ja, und der sagte ihm halt, ich kann es nicht besorgen, dieses Motorrad. Es wird in Deutschland einfach nicht angeboten. Das ist einfach so, weil es eben halt nicht verkauft wird. Das ist einfach eine Größe, die die Führerschein-Neulinge einfach nicht holen. Die wollen dann gleich 48 PS haben, sodass die Stückzahlen eben halt von der 300R einfach zu gering waren. Aber wie gesagt, in Österreich sieht die Situation anders aus. Da habe ich mir das dann dort gekauft, dann eben halt nach Deutschland bringen lassen. Man muss es, darüber habe ich ein extra Video gemacht, natürlich noch nachträglich versteuern, denn es wird eben halt in Österreich natürlich ohne Mehrwertsteuer dann verkauft. Muss also in Deutschland eben halt nachträglich noch dann versteuert werden. Ja, und deswegen hatte ich mir dann eben halt dieses Motorrad ausgesucht, die CB300R, weil diese 140 Kilo wiegt und damit eben halt, ja, die MSX 125 wiegt eben halt 107 Kilo, das sind dann ungefähr 30 Kilo mehr. Das kann ich noch gut verladen, das kann ich noch gut über die Rampe in den Anhänger reinbringen und deswegen eben halt der Wechsel von der MSX 125 auf die CB300R, die dann ein bisschen mehr Leistung hat, aber auch natürlich nicht der Renner ist, sondern ein wirklich solides Motorrad, das für den täglichen Einsatz zum Erkunden rund um den Stellplatz herum eben halt aus meiner Sicht gut geeignet ist. Deswegen der Wechsel und deswegen jetzt einfach das neue Motorrad. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch ein Like und ein Abo und ich freue mich und nehme euch dann mit mal auf die Fahrt, wenn ich dann nun das neue Motorrad dann einmal einfahre. Herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.